Ja, Mogette der Pule. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Gustav Menef. Heute an neuer Wirkungsstätte, wie ihr hinter mir oder ja, wo auch immer sehen könnt. Das ist jetzt eine Schreibtischkonfiguration. Das heißt, ich kann ab jetzt besser spielen, hoffe ich. Die Folge. Vollkommen verrückt. Es ist was komplett anderes. Ich wollte jetzt einfach nur ein Special machen dafür. Ich ziehe jetzt quasi zu diesem Schreibtisch und wir machen die allererste Folge auf diesem Schreibtisch und lassen uns was komplett Besonderes machen. Ich wünsche euch einfach viel Spaß dabei und ist ein bisschen verrückt, also seid, keine Ahnung, offen für... Blah! Was ihr teilweise für Challenges stellt, das ist so... What the fuck? Denke ich mir immer wieder und jetzt habe ich einfach gedacht... Ja, ich lasse das nicht mehr über mich ergehen, ne? Ich keine Lust zu, ne? Bitte, hörde, der Twitter Freund, der schreibt mir, überleb doch mal 5 Minuten, unmöglich. Ernsthaft, ja? Alter, hab ich gerade wie hier dieser Inscope geredet, weil kam mir gerade zuvor und habe ich gedacht, will ich ja nicht. Ist gar nicht meine Intention, ne? Erstes Mal am Tisch, Alter. Da seht ihr, hä? 10 Minuten habe ich Zeit, um 5 Minuten zu überleben. So, was sagt ihr dazu, hä? Was sagt ihr dazu, hä? Kriege ich aber so ein bisschen rum, damit ich nicht am Server fliege. Es ist so spannend. Guck, da ist einer. Ich könnte den so locker töten, ne? Aber ich mach's nicht. Guck mal, kann dir durchgucken. Nix für einen Fehler gefunden. Mich wundert's eigentlich, dass noch keine Mitspieler hergekommen sind und gesagt haben, läuft bei dir? Oh, die muss weg. Dafür habe ich einen Raketenwerfer dabei. Oh. Muss ich aufpassen. Warum wusste er, dass ich da bin? Ey, was bist du für ein kleiner... Was? Wie einfach... Die hat noch keine Drohne mehr. Und der wusste einfach, dass ich da bin. Einfach so. Es bleibt weiter entspannt. Warum... Was bewegt sich hier eigentlich? Warum bewegt sich der Bildschirm? Was ist das? Willst du mir jetzt sagen, dass dieser extrem große Baumstamm sich bewegt, oder was? Oh, fuck. Sorry, den musste ich töten. Er hatte mich gesehen. Feindliche Drohne nähert sich? Ich glaube nicht. Die Hälfte geschafft. Soll ich mich eigentlich mal raustrauen? Nee. Oh, da war ein Gegner. Boah, hat mich das erschreckt. Und Trophy. 25 Sekunden, komm schon. Oh. Zehn Sekunden. Ich laufe jetzt einfach irgendwo weg. Habe ich dir getötet. Ich habe es geschafft. 5 Minuten überlebt. Was sagst du dazu? Oh, ey. Ich habe wirklich geschwitzt, ne? Komm, wir könnten das Spiel noch gewinnen vielleicht. Das wäre doch cool, oder? Wenn ich das Spiel jetzt noch drehe. Ah! Boah, Alter, was? Wie geil ist das denn? Und dann noch das Spiel gewonnen. Ich stehe 5-1. 5er KD. Lol. Hörst du ja? Mau. Rainbow Dash, er schreit. Du bist ungefähr mit der VMP, Satzstellung, denke ich, dass die Waffe heißt, musst du halt mit der VMP 100 Kills machen. Wenn du tot bist, dann nimmst du einen reißen Löffel Chili. Ich nehme keine Strafen an. Wirklich, ich nehme keine Strafen an. Wirklich, ey, wirklich nicht, ne? Deine Challenge... Ich weiß nicht, was ich so sagen soll. Komm, wir gehen jetzt und wir verbinden 2 Challenges. Die von Silent Hee und von Rainbow Dash. Und Silent Hee, er fragt so, ey, kannst du mal vielleicht so ein gutes Team kommen? Setzt. Ich werde jetzt auf Herrschaft kommen. Und wie wahrscheinlich ist es wohl, dass wir in ein gutes Team kommen? Yeah. Oh, Nuketown Herrschaft. Na, haben wir dies, haben wir das. Haben wir die Konterdrohne. Oh Gott. Ich habe keine Munition mehr. Das kann doch nicht wahr sein. Ey, komm schon. Wo sind? Ich habe einfach mal Instant Hater geschafft. Gib mir doch eine Waffe. So, komm, Hater jetzt. Ich stehe einfach 15-3 und alle anderen können nix. Ah!
Hört ihr den mal schießen? Oh, meine Teamkollegen. Ey, du hattest recht. Das ist nicht möglich. Ach so, ja, nee, dann ist ja klar, ne? Töte den, der lebt nach! Meine Fresse! Als ob das Schwerste der Welt ist! Nuketown! Ah! Erstmal eine Box kommen. Feindlicher Hellstorm. Einfach in meinen Anus. Flammeneinheit. Oh. Mein Team schon wieder. Warum? Ich hab 2 Master Prestige. Ich mach dich alle fertig. Alles meiner. Mach die doch fertig. Was? Hey, guck mal. Der schlägt einfach irgendwo hin und er kriegt mich. Oh, was für ein Bullshit. Was für ein Bullshit. Ey, ganz ehrlich, was für... Ich reiß mir hier den Arsch auf. Wirklich. Ich mach hier das Spiel meines Lebens, ne? Und meine Teamkollegen... Komm, wie geht ihr? Ah, was? Der campt da einfach. Guck mal, der steht da einfach rum. Er ist selbst ein kleiner Pisser. Oh, aus der Hüfte. Obwohl ich gezielt habe. Ich bin doch gerade hier gespawnt. Lol. Boah, das war knapp. Das ist zu viel. Das ist meiner. Oh Gott. Oh Gott. Ich mache hier gerade alles fertig, ne? Ich habe eine 68er-Runde gespielt. Das war, glaube ich, mein bestes Spiel ever. 68-34. Und mein Team hat trotzdem verloren. Ich habe alles für die getan. Alles. In ein gutes Team kommen, passiert in diesem Haushalt nicht. Ja, 68 Kills war mein neuer Rekord. Punkte 8.100 war mein neuer Rekord. Einfach so mal eben aufgestellt. Gepriesen sei ich. Aber Rainbow Dash, du merkst, 100 Kills. Ich hab, also, meinen Arsch aufgerissen, ne? Und mein Team, tja, Silent He. Das, Precitanung. Und dann haben wir eine Challenge von Anime Force. Er sagt, ich soll 5 Abschlussbestätigt-Münzen aufheben, ohne zu sterben. Ernsthaft, ja? Als ob das schwer wäre. Aber ihr wisst ihr, die Challenge ist tatsächlich unmöglich. Und ihr fragt euch, warum? Na, ihr guckt auf den Bildschirm, Abschlussbestätigt 0% in der Liste. Heißt, wenn ich 5 Dinger haben will, dann viel Spaß beim Finden, ne? Guck mal, Suche nach Spielen, 0 Treffer. Anime Force, eine Challenge, die weit über meinen Möglichkeiten und Fähigkeiten liegt. Brot-Fan so. Hab ne ganz easy Challenge. Mach mal nur nuklear. Mehr Rettichstrafe. Ich hab gesagt, keine Strafen. Ich meine jetzt nuklear. Ah, bitte. Nuketown-Herrschaft. Oh ja, komm hier. Excite und der Executor sind drin. Ja, hab ich einen voll getötet. Feindlicher Hater. Komm, ich mach nuklear. Komm, ich mach nuklear. Da, Executor. Da, Excite. Ich mach die ganzen guten Spieler fertig. Das ist mir scheißegal. Aber nuklear mach ich nicht. Das sind solche Tryhards. Oh, nuklear nicht geschafft. Spasti-Lobby wieder. Excite ist ein richtig arrogantes Arschloch. Solche Leute mag ich. Georg, hättest du nicht noch eine behindertere Challenge? Hä? Vielleicht hast du sowas zu bieten? Ich guck mal in die Kommentare. Oh, da ist Bugs zu dem Bunny, a.k.a. Johnson. Eine Kombination aus 2 Challenges, die ich schon gemacht habe. Rückwärts und kriechen. Und da habe ich ihn gefragt, was willst du eigentlich, dass ich schaffe? Und er so, 10 Kills. Ja, ist klar, ist klar. Nein, ist klar, ist klar. Nein, ist klar. Also, nein, ist klar. Nein, nein. Hier, Mogette der Pule. Mogette der Pule. Oh mein Gott, sorry, der Name ist so geil. Mogette der Pule. Mein Bauch. So, wie stellst du das jetzt vor, hä? Wie, ja, das ist einfach so, ja, einfach so jetzt 10 Kills, ja. Wir legen uns das hin und jetzt kriechen wir rückwärts. 10 Kills, ja, 10, ja. Interessant, wirklich interessant. Also, wow. Okay, ich bin noch nicht von der Brücke runter, aber bald. Oh, ich hab einen Kill. Oh, ist das ein Kill? Nee, das ist ein Freund. Also Freund würde ich ihn nicht nennen, aber... Läuft bei mir. Ja. Oh, Nummer 3. Ey, wenn ich die Challenge schaffe, ne, dann habe ich erstmal einen richtig geilen Hamburger verdient. Oder so. Ja, oder so. Im Allgemeinen kann man natürlich schon sagen, läuft bei mir, ne? Also,
Läuft schon bei mir. Ich mag es, dass ich schon wieder so eine dumme Challenge mache und es einfach keinen interessiert von meinen Teamkollegen. Wenn das jemand machen würde in meiner Lobby, ich würde den voll belästigen. Ich würde den voll fertig machen. Oh. Miau, miau. 5. Nein. Nein, das war meiner. Hör mal, Tom. Hör mal zu. Wie soll ich so eine Challenge interessant gestalten? Wie? Sag mal. Wie soll ich das machen, dass die Leute denken, oh, das ist aber unterhaltend? Erzähl mal. Weil ich finde das wenig unterhaltend, hier rumzukriechen. Upp, 6. da ist er. Genau sowas würde ich machen, ne? Genau sowas. 7. Wenn es um gute Challenges geht, nicht verzagen, Tom ganz sicher nicht fragen. 7. Nicht geschafft. Was für eine Scheiße, Alter. Was für eine Kacke. Und dann kommt die eigentliche Challenge, die ich eigentlich machen wollte. Werde ich einfach nur mal kurz anschneiden, weil der Nico sagt, ich soll, während ich von einer Map springe, einen Kill machen. Okay, das ist auf der Map unmöglich, deswegen gehen wir mal raus. Das sollte ja wohl absolut kein Problem sein, oder? Oh, guck mal der. Ein bisschen Spaß muss sein, ne? Ah, da war er fast! Nein, warum treffe ich den denn nicht? Was ist denn los mit mir? Nein! Ach komm, stirb doch einfach. Keiner mag dich. Ach komm. Oh, der. BAM! Das ist Sparta, keine Ahnung. Bam, alles. Ja, ne, läuft bei mir. Challenge gemeistert. Ich hoffe, ihr hattet genauso Spaß an so einer Folge. Das hat richtig Spaß gemacht. Natürlich war keine Strafe dabei in dem Sinne, aber es hat einfach Spaß gemacht mit euch, weil ein paar Challenges durchs Leben, die einfach nur behindert sind. Und teilweise einfach zu einfach und teilweise einfach zu schwer. Es hat einfach nur Spaß gemacht, so ein bisschen mich mit euch, über euch lustig zu machen. Wir gucken hier nach rechts. Oh, ich bin runtergeflogen. Ich wollte ihn gerade erschießen. Ich muss sagen, gestern hatte ich noch Probleme, mich einzuüben. Also hier am Schreibtisch zu sitzen. Mittlerweile merke ich sofort, klare Besserung. Klare Besserung. Zielen kann ich besser. Die Frames sind halt einfach unfassbar angenehm. Der neue Bildschirm ist einfach fun-fucking-tastisch. Und jetzt geht's ans Schneiden.